Kreuz und Ungemach. Auf euch folgt meinem Wandel nach. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr, der uns im Glauben stärkt, der sei mit euch. Liebe Gläubige, ich begrüße euch zu unserer Morgenmesse. Die Kirche feiert heute den Gedenktag der heiligen Märtyrer Karl Luanga und Gefährten aus Uganda. Gerade Afrika ist ein Kontinent, wo der christliche Glaube in den letzten Jahrzehnten sehr stark wächst und aufgeblüht ist. Er ist gegründet auf dem Blutzeugnis ganz vieler, denn groß waren die Verfolgungen zu Beginn der Missionierung. Karl Luanga und seine Gefährten wurden von dem König, an dessen Hof sie gedient hatten, kurz nachdem sie getauft worden sind, bei lebendigem Leib verbrannt. Während des Zweiten Vatikanischen Konzils, wo wir ja jetzt gerade wieder sehr dieses Jubiläumsgedenken im Jahr des Glaubens, während des Zweiten Vatikanischen Konzils, wurden sie in Gegenwart der afrikanischen Bischöfe heilig gesprochen. Wir wollen Mut fassen und bei uns auf unsere Weise Zeugnis für die Wahrheit der Botschaft Jesu ablegen, damit auch bei uns reiche Frucht hervorgeht fürs Reich Gottes, viele Menschen zu wahren Kindern Gottes werden können. Wenden wir uns jetzt dem Erzmärtyrer zu, Christus selbst. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich, denn wir haben vor dir gesündigt. Erweise, Herr, uns deine Huld und schenke uns dein Heil. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden schenke uns der gnädige und barmherzige Herr. Lasst uns beten. Gott, du lässt das Blut der Märtyrer zum Samen werden für neue Christen. Erhöre unser Gebet für die Kirche in Afrika. Lass den Acker, der vom Blut des heiligen Karl Luanga und seiner Freunde getränkt ist, reiche Ernte tragen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem zweiten Buch der Makkabäer. In jenen Tagen geschah es, dass man 7 Brüder mit ihrer Mutter festnahm. Der König Antiochus wollte sie zwingen, entgegen dem göttlichen Gesetz Schweinefleisch zu essen und ließ sie darum mit Geißeln und Riemen peitschen. Einer von ihnen ergriff für die anderen das Wort und sagte: Was willst du uns fragen und von uns wissen? Eher sterben wir, als dass wir die Gesetze unserer Väter übertreten. Als der erste der Brüder gestorben war, führten sie den zweiten zur Folterung. Als der zweite in den letzten Zügen lag, sagte er: Du Unmensch, du nimmst uns dieses Leben, aber der König der Welt wird uns zu einem neuen, ewigen Leben auferwecken, weil wir für seine Gesetze gestorben sind. Nach ihm folterten sie den dritten. Als sie seine Zunge forderten, streckte er sie sofort heraus und hielt mutig die Hände hin. Dabei sagte er gefasst: Vom Himmel habe ich sie bekommen, und wegen seiner Gesetze achte ich nicht auf sie. Von ihm hoffe ich, sie wieder zu erlangen. Sogar der König und seine Leute staunten über den Mut des jungen Mannes,
dem die Schmerzen nichts bedeuteten. Als er tot war, quälten und misshandelten sie den vierten genauso. Dieser sagte, als er dem Ende nahe war, Gott hat uns die Hoffnung gegeben, dass er uns wieder auferweckt. Darauf warten wir gern, wenn wir von Menschenhand sterben. Für dich aber gibt es keine Auferstehung zum Leben. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Ich bin das Licht, ich leucht euch für. Mit meinem heil'gen Leben, wer zu mir kommt und folget mir, darf nicht im Finstern schweben. Ich bin der Weg, ich weise wohl, wie man wahrhaftig Halleluja, 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 Halleluja. Jesus Christus, du bist der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten. Du liebst uns und hast uns von unseren Sünden erlöst durch dein Blut. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit begann Jesus zu den hohen Priestern, den Schriftgelehrten und den Ältesten in Form von Gleichnissen zu reden. Er sagte, ein Mann legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kelte aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Zeit dafür gekommen war, schickte er einen Knecht zu den Winzern, um bei ihnen seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs holen zu lassen. Sie aber packten und prügelten ihn und jagten ihn mit leeren Händen fort. Darauf schickte er einen anderen Knecht zu ihnen. Auch ihn misshandelten und beschimpften sie. Als er einen dritten schickte, brachten sie ihn um. Ähnlich ging es vielen anderen. Die einen wurden geprügelt, die anderen umgebracht. Schließlich blieb ihm nur noch einer, sein geliebter Sohn. Ihn sandte er als Letzten zu ihnen, denn er dachte, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Die Winzer aber sagten zueinander, das ist der Erbe, auf, wir wollen ihn töten, dann gehört sein Erbgut uns. Und sie packten ihn und brachten ihn um und warfen ihn aus dem Weinberg hinaus. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Winzer töten und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht das Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr vollbracht. Vor unseren Augen geschah dieses Wunder. Daraufhin hätten sie Jesus gerne verhaften lassen, aber sie fürchteten die Menge, denn sie hatten gemerkt, dass er mit diesem Gleichnis sie meinte. Da ließen sie ihn stehen und gingen weg. Evangelium, Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Geschätzte Schwestern und Brüder, liebe Gläubige,
Wir horchen auf, wenn wir all diese Texte hören. Denn das, was wir bei den Märtyrern des heutigen Tages gedenken, das haben wir gehört jetzt aus der Zeit der Makkabäer. Das war 180 Jahre vor Christus, die größte jüdische Verfolgung unter diesem König, wo diese Brüder gemordet wurden. Das, was wir gehört haben von Karl Luanger, das erst vor einigen Jahrhunderten war, und das, was Jesus jetzt selbst berichtet, immer das Gleiche. Auf der einen Seite Gott, der sein Reich eigentlich bereiten möchte, das Volk Israel bereitet hat, die Kirche jetzt, der damals, in diesem Gleichnis steht es da, diesen Weinberg angelegt hat, ist alles da, was man braucht zum glücklichen Leben, gute Früchte hervorkommen. Und dann diese Erfahrung, den Menschen, die das anvertraut wird, die nehmen das für sich in Besitz und schmeißen Gott hinaus. Diese Beschreibung von diesen Boten, die da geprügelt werden oder umgebracht, das waren die Propheten, immer wieder die Boten Gottes. Diese ganze Gleichnis ist natürlich ein Bild für das, was die Menschen letztlich dann mit Jesus Christus gemacht haben, dass sie wirklich auch den Gottessohn hinauswerfen, weil sie meinen, dann können wir tun, wie wir wollen. Nun, natürlich kommt es anders, denn wir können Gott nicht hinauswerfen. Der Weinberg wird denen gegeben, die Christus annehmen. Und damit sind wir bei dem frohen Kern des heutigen Wortes gelandet. Wir brauchen nur schauen, dass wir auf dieser Seite sind, wie es ja schon gestern geheißen hat. Wer die Gottheit Jesu Christi erkennt, wer zu diesem Glauben findet, dass Jesus Vollmacht hat, uns Menschen seelisch heil zu machen und zum Guten zu verändern, der baut auf den Eckstein, von dem heute die Rede ist. Und das wollen wir tun. Nehmen wir uns dieses Wort mit in den Tag. Ich will mein Leben und mein Verhalten auf dem Vorbild des Gottessohnes aufbauen und mich freuen über die guten Früchte, die daraus hervorgehen. Wir bringen unsere Anliegen mit Zuversicht vor unseren Herrn Jesus Christus, der beim Vater für uns einsteht, und rufen: Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Wir beten für alle, die sich im Weinberg Gottes abmühen, sein Wort in die Herzen der Menschen zu pflanzen. Christus, erhöre uns. Für alle, deren Glaube sich im Alltag immer neu bewährt und die Botschaft durch ihr Leben verkündet. Christus, erhöre uns. Für alle, die sich für die Verbreitung des christlichen Glaubens auf dem afrikanischen Kontinent einsetzen. Christus, erhöre uns. Für alle, die wegen ihres Glaubens Nachteile in Kauf nehmen müssen oder sogar verfolgt werden. Christus, erhöre uns. Für alle, die Opfer von Verfolgung und Gewalt wurden. Christus, erhöre uns. Herr gütiger Vater, denke an deine Kirche, bewahre dein Volk vor dem Bösen und schenke uns den Frieden durch deinen Sohn, Christus, unseren Herrn. Amen. Fällt's euch zu schwer, ich geh voran, ich
stehe euch an der Seite. Ich kämpfe selbst, ich brech die Bahn. In alles in dem Streite, ein böser Knecht, der still kann stehen, sieht er voran den Feldherrn gehen. Herr, wir kommen zu dir mit reumütigem Herzen und demütigem Sinn. Nimm uns an und gib, dass unser Opfer dir gefalle. Herr, wasch ab meine Schuld von meinen Sünden, mach mich rein. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du hast den Märtyrern von Uganda die Bereitschaft geschenkt, lieber zu sterben als zu sündigen. Nimm unseren Dienst einmal da gnädig an und gib auch uns die Kraft, dir allein zu gehören. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Die heilige Messe wird heute gefeiert. Gisela Buchner für verstorbene Cousine Anita Altmann. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir warten sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deine Größe zu rühmen. In ihrem Martyrium offenbarst du das Wunder deiner Gnade, denn in der menschlichen Schwachheit bringst du deine göttliche Kraft zur Vollendung. Sie sind Christus nachgefolgt auf dem Weg des Leidens und haben ihr Blut vergossen als Zeugen des Glaubens. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum,
Gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Ludwig und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke auch unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, dem heiligen Jakobus, dem heiligen Karl Luanga und Gefährten, und mit allen Menschen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht, so können wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zur Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Jüngern gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn, Herr Jesus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt euch ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Friede sei. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die ihr Leben auf Christus bauen.
Das Blut Christi schenke uns ewiges Leben. Das Blut Christi. Wer seine Seele zu finden mein, wird sie um mich verlieren. Wer sie um mich verlieren scheint, wird sie nach Hause führen. Wer nicht sein Kreuz nimmt, und folgt mir, ist mein nicht wert und mein Ziel. So lasst uns dem lieben Herrn mit unserem Kreuz nachgehen. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, aus diesem Sakrament empfangen deine Zeugen den Mut, Martern Tod zu bestehen. Diese heilige Speise, die wir empfangen haben, stärke auch uns, damit wir den Glauben und die Liebe bewahren
und alle Menschenfurcht überwinden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Ich danke euch jetzt für euer Kommen und Mitfeiern dieser heiligen Messe. Nehmen wir uns mit, Teil der Arbeiter im Weinberg zu sein, aber des Weinberges, der auf Jesus Christus gebaut ist. Der Herr sei mit euch. Es segne euch und alle, die zu euch gehören, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.